Regenbogenputtel. Danke, dass ihr aufgeräumt habt, kleine Helfer. Oh, du hast einen verlorenen Schatz gefunden. Mein verschwundener weicher Babykätzchenstrumpf. Danke. Er ist kleiner, als ich ihn in Erinnerung hatte. Ups. Das erinnert mich an die Geschichte von jemandem, der seinen Schuh verloren hat. Regenbogenputtel. So wie Aschenputtel? Genauso wie Aschenputtel. Nur etwas anders. Geschichtenkreise, Geschichtenkreise, Sipsapsase. Zeig uns die Geschichte in deiner Zauberblase. Vor langer Zeit lebten einmal zwei Schwestern. Regenbogenputtel und Glitzerelda. Der König sucht einen neuen königlichen Tanzpartner und er lädt mich. Oh, uns zum Vortanzen ein. Tanzen? Ich kann aber nicht so tanzen wie du, Glitzerelda. Das kann niemand. Mach dir keine Sorgen. So wie ich rumwirbel, wird eh keiner auf dich achten. Richtig. Und während alle dir zusehen, kann ich in Ruhe tanzen üben. Mhm. Genau. Also ehrlich gesagt, solltest du wohl lieber zu Hause bleiben. Nur um sicher zu gehen. Tschüssi! Ich wünschte, ich könnte tanzen, ohne hinzufallen. Sagtest du, wünschte? Ich bin dein Feenwunschkater. Ah! Wow, ich habe einen Feenwunschkater? Natürlich. Und ich verlange, dass du zu diesem königlichen Vortanzen gehst und alle mit deinen coolen Tanzmoves wegfegst. Aber immer, wenn ich versuche zu tanzen, falle ich hin. Jetzt nicht mehr. Magische Regenbogentanzstiefel. So, Zeit zu gehen, sonst kommst du noch zu spät. Aber... Dann mal viel Spaß, Regenbogenputtel. Tanze so, wie niemand außer dir tanzen kann. Die magischen Stiefel erledigen den Rest. Hoffe ich. Nicht schlecht. Wer ist der Nächste? Ups. Entschuldige. Sensationell. Okay, Stiefel. Mal sehen, was ihr drauf habt. Wow, wow, wow. Hä? Ich bin nicht gefallen? Das waren die magischen Stiefel. Sie lassen mich schweben. Ich kann nicht hinfallen. Stopp die Musik! Regenbogenputtel, du hast tanzen gelernt? Also... Also, wenn das so ist, fordere ich dich heraus zum Dance Battle. Dance Battle? Ich liebe Dance Battles. Möge die beste Tänzerin gewinnen. Beginnt! Du bist dran. Oh, na gut, magische Stiefel. Lass mich nicht hinfallen. Das. Ihr Tanzstil ist außergewöhnlich. Besitzerin dieser Regenbogenstiefel finden. Am nächsten Tag ließ der Prinz jeden im Königreich die Stiefel anprobieren, bis nur noch ein Haus übrig war. Oh, der Prinz! Ich suche die beste Tänzerin des Königreichs, die Besitzerin dieser Regenbogenstiefel. Das bin dann ich!
Das sind ganz eindeutig meine Stiefel. Bist du sicher? Sie sind dir viel zu groß. Ich tanze gerne in großen Stiefeln. Das hält mich locker. Seht ihr? Oh, hallo. Würdest du gerne die Stiefel anprobieren? Oh, na schön. Hier. Nein, danke, Glitzerelda. Ich werde so tanzen, wie nur ich es kann. Wird schon schief gehen. Du warst es. Diese Tanzmoves erkenne ich überall. Du bist die interessanteste und unterhaltsamste Tänzerin, die ich je gesehen habe. Bitte, sag, dass du für jetzt und für immer meine königliche Tänzerin sein wirst. Sehr gern. Aber nur, wenn meine Schwester Glitzerelda mittanzen darf. Damit sie von dir tanzen lernen kann, natürlich. Was? Ernsthaft? Oh. Und sie tanzten zusammen vergnügt für immer und ewig. Zu Ende. Oh, tolle Geschichte, True. Wo ist denn jetzt mein weicher Kätzchenschuh? Oh. ich glaube, ihm passt er einfach ein bisschen besser, Bee. Sie sind wirklich süß. Fast so süß wie ein Kätzchen, das ich kenne. Wenn sie aufwachen, will ich ihn aber zurück. Oh, Bee. Griselda-Löckchen und die drei Yetis. Seid ihr bereit für die Märchenstunde? Stopp, einen Moment. Ich muss es mir erst bequem machen. Könntest du vielleicht rüberrutschen? Ich hab's gleich. Ja, oh. Ach, so passt es. Okay, es ist genau richtig. Oh. Jetzt bin ich total vollgesabbert. Klingt, als wäre alles genau richtig für unsere Geschichte. Griselda-Löckchen und die drei Yetis. So wie Goldlöckchen und die drei Bären? Es ist genau wie die Geschichte, nur etwas anders. Geschichtenkreise, Geschichtenkreise, Sipsapsage. Zeig uns die Geschichte in deiner Zauberblase. Vor langer Zeit saßen ein Yeti-Papa, eine Yeti-Mama und ein Yeti-Kind zusammen, um leckeres Yummy-Bären-Porridge zu essen. Aber es war zu heiß. Also beschlossen sie, einen schönen Spaziergang durch den Wald zu machen, damit das Porridge abkühlen konnte. Sie schwangen wohl eher durch den Wald. Da kam Griselda-Löckchen vorbei. Oh, Froggy, was für ein schöner Tag für einen Spaziergang durch den Wald. Irgendwas riecht hier lecker. Hast du Hunger, Froggy Schmucki? Oh? Vielleicht geben uns die Leute in diesem, Haus irgendetwas zu essen. Lass uns charmant sein. Überraschungsbesuch einer Prinzessin. Ich bin es, Griselda-Löckchen. Hallo? Irgendjemand zu Hause? Tja, wer auch immer hier wohnt, wird enttäuscht sein, den Überraschungsbesuch einer Prinzessin verpasst zu haben. Du hast recht, Froggy. Wir sollten warten, bis sie zurückkommen. Das ist das Mindeste. Au, dieser Stuhl ist zu hart. Was ist mit diesem? Au, der ist zu weich. Der vielleicht? Er ist ganz in Ordnung. Etwas schlicht vielleicht. Er braucht mehr, oh, Glitzer. Wie bitte, Froggy? Sagtest du Yummy-Bären-Porridge? Wie nett, uns etwas vorzubereiten, falls wir vorbeikommen. Zu heiß! Zu kalt! Nicht schlecht, aber es braucht mehr Regenbogen. Froggylein, ich fange an, ein Muster zu sehen. Ein super langweiliges Muster. Froggy? Ganz genau, Froggy. Wir sollten umdekorieren. Sie bekommen ein Griselda-Löckchen-Glitzer-Spezial-Makeover. Richtig so, Grismus. Bringt mir all mein Prinzessinnen-Deko-Zeug. Mal
das nochmal. Mehr ist mehr. Glitzer, viel mehr Glitzer. Ah ja. Gut gemacht, Grismos. Jetzt ist es genau richtig. Frugi, ist das nicht Perfektion? Gute Idee, Frugilein. Ein kleines Schläfchen ist nach der ganzen Arbeit genau das Richtige. Grismos, abtreten. Der perfekte Platz für ein Schläfchen. Das haben wir so gut gemacht. Oh, Sie werden sich darüber so freuen. Als die Yetis zurückkamen, wunderten sie sich sehr, weil anscheinend jemand in ihrem Zuhause gewesen war. Nein! Der Stuhl von Papa Yeti war voller Kristalle. Papa Yeti mag keine Kristalle. Und das Porridge von Mama Yeti war voller Regenbogenstreusel. Oh, das geht ja gar nicht. Das Yeti-Kind hörte, dass jemand in seinem Bett lag und schlief. Schrecklich. Ich bin Prinzessin Griselda, Löckchen. Ihr habt sicher schon von mir gehört. Naja, wie dem auch sei, ich habe euer Zuhause etwas aufgepeppt und, gern geschehen. Ich wusste, dass es euch richtig gut gefallen würde. Moment, Moment, Moment. Halt mal kurz an. Es hat Ihnen gefallen? Das habe ich jetzt nicht erwartet. Yep, Yetis mögen Sachen. Yeti-mäßig und glitzernd. Wer mag denn bitte keinen Glitzer? Und alles war genau richtig. Zu Ende. Tolle Geschichte, True. Nicht zu lang, nicht zu kurz und ganz genau die richtige Menge an Prinzessinneninhalt. Oder was denkst du, Frugilein? Die Geschichte ist zu Ende. Ich hab's mir endlich bequem gemacht. Alles ist genau richtig. Oh, Bartleby. Du hast doch noch eine Geschichte, oder? Was? Bartelocchio. Seid ihr alle bereit für die Geschichte? Ja, oh, Moment. Jemand sitzt auf meinem Schwanz. Oh, nein, das war ich ja selber. Hey, bist du etwa noch länger geworden? Probleme mit deinem Schwanz? Das ist genau wie in Bartelocchio. Einen Moment mal. Ist das wie die Geschichte von Pinocchio? Es ist ganz genau so, nur etwas anders. Geschichtenkreise, Geschichtenkreise, Sipsapsase. Zeig uns die Geschichte in deiner Zauberblase. Es war einmal ein alter, einsamer Puppenmacher namens Sepetto. Ja, schon wieder gewonnen! Schon wieder gewonnen! Schon wieder gewonnen! Schon wieder gewonnen! Ah, Bartelocchio, ich wünschte, ich hätte einen richtigen Freund, mit dem ich spielen kann. Ta-ta-da-da! Wow, eine Feenprinzessin. Ja, das bin ich. Ich bin hier, um dir deinen Wunsch zu erfüllen. Denn genau das tun Feenprinzessinnen. Wirklich? Du wirst meine Freundin und wirst mit mir spielen? Beinahe richtig. Pass auf. Yippidi, yappidi, babbeli, boo. Wir sind am Leben und jetzt bist's auch du. Hey, ich kann mich bewegen. Wow, ich bin lebendig. Und hungrig. Gibt's hier Snacks? Wow, du hast meine Puppe in einen echten Spielkameraden verwandelt. Mit echtem Fell, echten Schnurrhaaren und einem echten Bauch, der ganz schön Hunger hat. Und sieh mal, was ich alles machen kann. Bin ich nicht eine talentierte Katze? Na
natürlich bist du das. Das habe ich gut gemacht. Okay, ich habe noch andere Feenprinzessinnen-Aufgaben. Man sieht sich. Und denk dran, sei ein braves Kätzchen. Mach's gut und danke für den fantastischen Schwanz. Ein echter Freund. Was sollen wir zuerst machen? Oh, ich weiß. Nicht bewegen. Okay, nicht bewegen. Bin immer noch hungrig. Oh, was ist das denn, Knuspriges? Köstlich! Was ist das? Fischpusti-Cracker? Ich liebe Fischpusti-Cracker! Oh, Sepetto sagte nicht bewegen. Was, wenn er sauer wird und die Feenprinzessin das mitbekommt? Vielleicht verwandelt sie mich dann wieder in eine Puppe. Guck mal, ich hab dir diese ganzen... Was ist denn hier passiert? Hast du dieses Chaos angerichtet? Chaos? Welches Chaos? Etwa dieses kleine Chaos? Nein, das war ich sicher nicht. Dein Schwanz, er ist gerade gewachsen. Was? Nein, ist er nicht. Da, schon wieder. Also selbst wenn, ist das nicht meine Schuld. Scheint so, als würde dein Schwanz wachsen, wenn du nicht die Wahrheit sagst. Aber ich lüge nie. Ich bin die ehrlichste Katze, die es gibt. Und sollte ich jemals lügen, würde ich wohl damit aufhören. Denn ehrlich gesagt ist Lügen etwas ganz Schreckliches. Und ich würde niemals über das Lügen lügen. Ich bin gleich wieder da. Ich muss nur mal kurz meine Pfoten waschen. Danke. Warte. Bartolocchio, lauf nicht weg. Komm zurück. Bedauerlicherweise haben wir gerade mit Betriebsverzögerung zu kämpfen. Wir bedanken uns für Ihre Geduld. Hey, was dauert das so lange? Ich sagte, wir bedanken uns für Ihre Geduld. Okay, Menno. Bartolocchio? Bartolocchio, ich hab dich gefunden. Zum Glück geht es dir gut. Ja. Gesund und munter. Wieso können Sie nie hören? Wer, ich? Nein, du meinst eine andere Katze. Lügst du etwa schon die ganze Zeit, seit du am Leben bist? Nein! Nein, nicht die ganze Zeit. Nur immer dann, wenn ich rede. Mein Schwanz, er ist ja geschrumpft. Du musst einfach nur die Wahrheit sagen. Ich hatte Angst, du würdest mich in eine Puppe zurückverwandeln, weil ich ein böses Kätzchen war. Ich finde ein bisschen Chaos nicht so schlimm, solange du mein Freund bist. Wirklich? Dann war ich das alles. Ich habe die Snacks gegessen, den Saft getrunken. Ich habe alles umgestoßen, als ich getanzt habe. Und als ich gesagt habe, ich würde noch lügen, war das eine Lüge. Cooler Limbo. Entschuldigt, ich wollte eure Tee-Party nicht stören. Entschuldigt die Unannehmlichkeit. Na, alles klar. Wir fahren weiter. Ich liebe es, am Leben zu sein. Das war ich auch. Wollen wir eine Runde spielen? Und so lebten sie für immer aufrichtig zusammen. Zu Ende. Tolle Story, True. Vor allem der Teil, wenn die Feenprinzessin den Tag rettet. Danke. Findest du deinen Schwanz immer noch zu lang, Bartleby? Nein, er ist absolut perfekt, so wie er ist. Du würdest doch nie irgendwelchen Ärger machen, oder? Hör auf, mich zu kitzeln. Okay, das reicht jetzt. Gerade noch habe ich vor allen von dir geschwärmt. Also hör jetzt auf. Okay, stopp. Die Fischpustipfoten. Hier sind die Märchenstunden-Snacks. Für mich? Vielen Dank, Bartleby. Mir war gar nicht bewusst, dass du Fischpusti-Cracker magst. Sonst hätte ich eine größere Schüssel mitgebracht. Ich liebe Fischpusti-Cracker. Ich kann nie genug davon kriegen. Das dachte König Bibi auch, als er plötzlich Fischpusti-Pfoten hatte. So wie die Geschichte von König Midas und seiner goldenen Hand? Es ist genau wie diese Geschichte, nur etwas anders. Geschichtenkreise, Geschichtenkreise, Sipsapsase. Zeig uns die Geschichte in deiner Zauberblase.
Vor langer Zeit gab es einen König namens Bibi, der Fischpusti-Cracker einfach liebte. Yum, yum, yum. Ich liebe meine Fischpusti-Cracker. König Bibi, alle warten darauf, meine Statue zu sehen. Oh, richtig. Okay, liebe Bewohner, heute werden wir eine großartige glitzernde Statue enthüllen, gezaubert nach meinem Auftrag von unserer königlichen Künstlerin. Meiner besten Freundin True. Um die große Fee Griselda zu ehren. Ich aus Marmor sehe wundervoll aus. Sehr realistisch, True. Warte nur, bis wir den Brunnen anstellen. Passt auf, Leute! Rennt weg, rennt weg! Wow, das war knapp. Wir sind fast nass geworden. Er hasst es, nass zu werden. Seltsam. Wie auch immer, ich liebe meine Statue und will euch auch etwas Gutes tun. Und zwar, indem ich euch einen Wunsch gewähre. Was ist euer Herzenswunsch? Ja, im Moment wünsche ich mir mehr Fischpusti-Cracker. Wirklich? Sicher, dass ihr keinen größeren Palast wollt? Oder die Macht, alles, was ihr berührt, in Gold zu verwandeln? Nee. Aber wie wär's damit? Alles, was ich berühre, wird zu Fischpustis. Du möchtest Fischpusti-Pfoten. Ja, bitte mach meine Pfoten magisch. Wie du willst. Hat das geklappt? Sollten die jetzt nicht glitzern oder so? Du hast dir Fischpusti-Pfoten gewünscht, keine Glitzerpfoten. Probier's mal aus. Oh no. Wow, es klappt! Danke! Du bist die beste Fee aller Zeiten! Ich weiß. Viel Spaß, König Bibi. Vielen Dank für die Statue! Bis bald, Fee Griselda! Haha! Zeit, noch mehr Fischpusti-Cracker zu machen! La 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 la. Wieso lächelt ihr denn falsch rum? Ihr habt meinen Hut gegessen. Ihr habt das letzte Kapitel von meinem Buch gegessen. König Bibi, ich weiß, ihr liebt es, Dinge in Fischpustis zu verwandeln, aber die Leute wollen ihre Sachen zurück. Aber ich habe Fischpusti-Pfoten. Das ist der beste Tag aller Zeiten. Nein, warte! Ich habe meine beste Freundin in einen Fischpusti-Cracker verwandelt. Ich muss das rückgängig machen. Wie schaffe ich das? Mit meinen Hinterpfoten? Umgekehrte Kreuzpfoten? Wunschlöschung? Man muss das Ganze doch rückgängig machen können. Oh, ich weiß. Fee Griselda! Hilfe! Oh, seht euch das an. Ihr habt eine neue Statue. Wie schön. Das ist keine Statue. Ich habe meine True in einen Cracker verwandelt. Bitte, gute Fee, verwandle meine Freundin wieder zurück. Ich bin zwar die große Fee Griselda, aber selbst ich kann das nicht. Wieso nicht? Nur ihr habt die Macht, True zurückzuverwandeln, Bibi. Aber dafür müsst ihr eure Fischpusti-Pfoten aufgeben. Für immer. Aber ich habe gerne Fischpusti-Pfoten. Aber noch lieber habe ich meine Freundin. Okay, tu es. Entferne die Fischpusti-Pfoten. Für immer. So funktioniert das leider nicht. Ihr müsst sie reinwaschen. Klar, das klingt einfach. So nicht, König Bibi. Ihr müsst baden. Im Wasser. Oh nein, bitte alles nur das nicht. Wie ihr wollt. Viel Spaß mit eurer Cracker-Freundin. Schon okay, True. Wir überlegen uns was. Knuddeln? Oh, wem mache ich was vor? Ich möchte lieber meine knuddelbare Freundin zurückhaben, als einen endlosen Vorrat an knusprigen, leckeren und äußerst deliziösen Fischpusti-Crackern. Aschbombe! Oh, mein Hut ist wieder ein Hut. Mein Buch ist wieder ein Buch. Mein Haus ist wieder ein Haus. Hey, wo ist mein Türknauf? Ich bin wieder ich. Ja.
hab dich zurückverwandelt. Hast du meinen Mut bemerkt, True? Ich bin direkt ins Wasser gesprungen. Hast du das gesehen? Das hab ich, Bee. Knuddeln? Aber was, wenn... Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Und sie lebten für immer glücklich und zufrieden. Zu Ende. Ich hab dich geliebt, True. Bin ich froh, dass du kein Cracker bist. Der König hätte sich Glitzerpfoten wünschen sollen. Seht ihr? Super hübsch. Der Kater und die Pustiranke. Fischpustis, Fischpustis, so groß und zum Liebhaben und köstlich. Hast du schon wieder von einem riesigen Haufen Fischpustis geträumt? Viel besser. Ich träumte nämlich von einem gigantischen Fischpusti. Er war so groß, True. Wirklich gigantisch. Ein extra großer Cracker voller pustiger Fischigkeit. Hast du etwa von der Geschichte mit der Katze und der Pustiranke geträumt? Pustiranke? Das klingt ja genauso wie Hans und die Bohnenranke. Ganz genau diese Geschichte, nur etwas anders. Geschichtenkreise, Geschichtenkreise, Sipsapsase. Zeig uns die Geschichte in deiner Zauberblase. Vor langer, langer Zeit lebte ein süßer Kater namens... Bartleton? Bartleson? Bartleberry! Nennen wir ihn Bart. Bart liebte es, Fischpustis zu essen. Ich liebe es, Fischpustis zu essen. Na, ihr Küken, esst ihr auch so gerne Fischpustis wie ich? Der gutherzige Bart teilte seine Fischpustis mit den Küken. Hä? Muss ich teilen? Na gut, hier bitte. Ihr seid aber auch süß. Vergesst nicht zu teilen! Oh, seht sie euch an. Der Rest ist aber für mich! Was wollt ihr? Nein, nein! Denkt daran, wir müssen teilen! Ihr habt mir einen Fischpusti übrig gelassen? Naja, könnte man als Teilen bezeichnen, theoretisch. Oh, wundervoll. Ich hoffe, er schmeckt genauso gut, wie er aussieht. Ich habe mir fast den Zahn am Pusti ausgebissen. Unser Kater konnte ja nicht ahnen, dass es sich nicht um einen gewöhnlichen Fischpusti handelte. Es war ein magischer Pusti. Riecht fischig, wirkt pustig und es ragt bis in den Himmel hinauf. Es ist eine riesige Fischpusti-Ranke. Ich wette, da oben gibt es tausende Fischpustis. Ist das hoch, wirklich hoch. Mal sehen, ob ich es bis ganz nach oben schaffe. Oh nein, nur das nicht, bitte. Bart kletterte so schnell er konnte, um als Erster an der Spitze der Ranke zu sein. Aha, ihr Küken schafft es also nicht an die Spitze, hä? Gut, ihr hattet euren Spaß. Jetzt hole ich mir meinen riesigen Fischpusti. Yum, 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 yum. Okay, was war das? Ein riesiges Schloss, dass mir das noch nie aufgefallen ist. Fifi-fo-fam, yum, 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 yum. Ich hab es eilig. Fifi-fo-fam, yum, 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 yum. Fifi-fo-fam. Hallo, Herr Riese. Tut mir leid, dass aus meinem Pusti eine Ranke gewachsen und durch Ihre Wolke gebrochen ist. Ich nehme mir einfach diesen winzig kleinen Pusti und verschwinde. Bitte essen Sie mich nicht. Mmh. Yum, 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 yum. Das hätte mir ja klar sein müssen. Jeder liebt Fischpustis. Lebe wohl, riesiger Fischpusti. Ich werde dich vermissen. Komm, Küken. Zeit, nach Hause zu gehen.
Also kletterte Bart wieder hinunter, ohne den riesigen Fisch Pusti. Was für eine furchtbare Geschichte! Ich will eine andere! Psst, sie ist noch nicht zu Ende. Warte ab! Jetzt kommt der beste Teil. Fifa, Fofa, Yam, 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 Yam. Nein, Herr Riese, ich schmecke nicht. Ich meine vielleicht, aber eher nicht. Ich bin bestimmt schlecht verdaulich. Teilen! Du hast all die Riesenfischpustis gepflückt und du willst sie teilen mit mir? Und so teilten sie die riesigen Fischpustis, die größten, knusprigsten, fischigsten Fischpustis, die Bart jemals probiert hatte. Fifal Fofam! Yam, 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 yam. Es ist einfach alles perfekt. Jetzt brauchen wir nur noch einen großartigen, fantastischen, unvorstellbaren Snack. Und so hörte man sie noch lange glücklich mampfen. Zu Ende. Die allerbeste Geschichte. Weil sie über einen netten Riesen war und übers Teilen? Nein, weil es darum ging, riesige Fischpustis zu züchten. Komm schon, Pusti, werd groß und stark. Los geht's. Oh, warte, wie. Rotkäppchen Mila. Okay, kleine Helfer, es ist Zeit für einen Snack. Einer für dich, einer für dich, einer für dich und einer für dich. Hey, du bist kein kleiner Helfer. Was hat mich verraten? Mein großes Lächeln? Meine schönen großen Augen? Du kannst nicht so tun, als wärst du jemand anderes, Bee. Nicht mal der große böse Wolf konnte das. Du meinst den großen bösen Wolf in der Geschichte von Rotkäppchen? Genau den meine ich. Es ist nur etwas anders. Geschichtenkreise, Geschichtenkreise, Sipsapsase. Zeig uns die Geschichte in deiner Zauberblase. Es war einmal ein kleines Mädchen, das munter durch den Wald hüpfte, bis es auf einen großen, bösen Wolf traf. Oh nein, ein großer, böser Wolf. Das ist kein Wolf. Das ist mein Froggy. Oh, was soll der Korbrotkäppchen, Mila? Oh, der König hat Schnupfen und ich bringe ihm meine topgeheime Schnupfenlösung. Bye! Wenn ich diese Schnupfenlösung hätte, könnte ich damit den König heilen? Dann wäre ich eine Heldin! Rotkäppchen Mila, warte! Ihr habt gerufen, Milady? Griselda zeigte Rotkäppchen Mila eine Abkürzung zur Hütte des Königs. Aber in Wirklichkeit war es ein Umweg. Griselda erreichte also als Erste die Hütte. Sie hatte den Plan, Mila und den König, der einen üblen Schnupfen hatte, auszutricksen. Oh, meine Birnenschmerzen. Meine Nase ist ganz verstopft. Klopf, klopf! Hatschi, hatschi. Ich hörte, ihr seid krank. Oh nein! Liegt ihr etwa im Bett? Oh nein, 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 nein. Ihr müsst euch irgendwo reinkuscheln, wo es bequem ist. Und gemütlich. Vielleicht in eine Schublade? Eine Schublade? Oh ja, Schubladentherapie. Eine sehr gut funktionierende Kur bei Schnupfen. Ich habe noch nie davon gehört, aber ich würde alles versuchen, um ihn loszuwerden. Hatschi-batschi. So ist es gut. Total kuschelig und gemütlich. Bleibt liegen, bis ich euch raushole. Wer klingelt denn da an der Tür? Oh nein, ihr Armer. Jetzt hört ihr schon Dinge. Wir schieben euch besser schnell zu. Kommen wir zum lustigen Teil, dem Makeover. Perfekt. Jetzt siehst du genauso aus wie der König. Ich kann das so unfassbar gut. Komme! Denk dran. Mila muss denken, dass du der König bist, damit sie dir, besser gesagt mir, ihre berühmte Schnupfenlösung gibt. Verhalte dich königlich. Du bist ein König, auf keinen Fall ein Hund. Hi, du hast es geschafft. Wie bist du so schnell hergekommen? Ich, hab mir solche Sorgen um den König gemacht, dass ich eine noch kürzere Abkürzung genommen habe. Ja, das ergibt Sinn. Dann schauen wir uns den Patienten doch mal an. Wie geht es euch, eure Hoheit? Also das klingt nicht wie der König, den ich kenne.
Tut es nicht? Nein, das klingt nach einem König, der sehr, sehr krank ist. Ihr seht auch gar nicht gut aus. Was für große Welpenaugen ihr doch habt. Ja, damit kann man hervorragend sehen. Und welch eine klebrige Zunge ihr habt. Perfekt, um dich abzulecken. Und was für ein glänzendes Halsband ihr tragt. Glänzendes Halsband? Gut, um damit... Ich habe keine Ahnung. Nur zwischen uns beiden. Der König sieht wirklich schlecht aus. Ja, weil er krank ist. Schnell, gib mir deine geheime Schnupfenlösung. Eure Hoheit, runter! Hey, das ist nicht der König. Das ist der große, böse, kleine, sabberige Wolf. Nein, das ist der König. Hör dir nur sein königliches Bellen an und sieh nur sein königlicher Schwanz und... Oh, was soll's? Tut mir leid, Mila. Ich wollte diejenige sein, die dem König auf die Beine hilft. Also wollte ich dir deine geheime Schnupfenlösung abluchsen. Das ist alles? Warum hast du nicht gefragt? Wir können sie ihm doch zusammengeben. Wirklich? Also, wo ist unser König? Ups, fast vergessen. Er ist da drin. Schubladentherapie. Mhm, sehr schlau. Wacht auf, Eure Majestät! Prächtiger Morgen. Ist die Schubladentherapie schon vorbei? Hab ich immer noch Nicht mehr lange, denn Mila und ich und Fruki haben eine Schnupfenlösung, die euer Cape flattern lässt. Ich präsentiere ein Ei. Natürlich. Was hast du denn erwartet? Keine Ahnung. Suppe? Vitamine? Ein Zaubertrank? Wie soll ein Ei eine verstopfte Nase entstopfen? Pass auf. Das war allein Milas Idee. Ich hatte wirklich nichts damit zu tun. Nachtblaue Nasenpassage. Ich kann atmen. Klappt jedes Mal. Und sie lebten schnupfenfrei bis ans Ende ihrer Tage. Zu Ende. Weißt du, was Baby-Stinkys außer verstopften Nasen noch leer räumen können? Nein. Was? Räume! Ich bin einfach zu witzig, nicht wahr? Der Steinkindkönig. Bist du bereit? Bereit! Also, ich habe keine Ahnung. Oh, ich weiß, wer du bist. Kiumelo. Richtig geraten, True. Du bist dran. Oh, ich weiß es. Du bist ein Yeti. Du hast recht, Bartleby. Du bist dran. Okay, ich weiß was. Ich bin so gut darin, wie ein Steinchen still zu sitzen. Das kann ich. Ups, ich hab's gerade verraten, oder? Ja. Es macht Spaß, mal kurz jemand anderes zu sein. Ich kenne eine Geschichte darüber. Ja, es erinnert mich an den Froschkönig. Ich kenne auch genauso eine Geschichte. Nur etwas anders. Geschichtenkreise, Geschichtenkreise, Sipsapsase. Zeig uns die Geschichte in deiner Zauberblase. Es war einmal ein König, der an die entferntesten Orte in seinem Königreich reiste, um seinem Volk zu helfen. Der Nächste. Mein Springseil ist verknotet. Ich liebe es, den Leuten zu helfen. Auch wenn das bedeutet, dass ich dafür den ganzen Tag auf diesem Thron sitzen muss. Mein Ballon ist ganz... Yeah! Wer ist der Nächste, mein hilfreicher Herold? Das war's, mein König. Niemand mehr da, der eure Hilfe benötigt. Moment, entschuldigt. Es gibt da noch jemanden. Ich sehe wieder was. Und, bin ich jetzt fertig? Ich sehe kurz nach. Irgendjemand braucht immer Hilfe. Oho, was für glückliche Geräusche.
Ah, seht nur! Es muss so schön sein, ein glückliches, sorgloses Steinkind zu sein und in der Lagune herumzuspringen. Oh, nein, nein, hört bitte nicht auf. Ach, habt einfach weiter Spaß. Ich bin schon weg. Tja, dann werde ich mal weiter meinem Volk helfen. Aber vielleicht habe ich Zeit für einen kleinen Sprung. Dann verwandle ich mich mal in etwas Sprunghaftes. Der König wird so zufrieden sein. Niemand will noch irgendetwas. Also, ich meine fast niemand. Eure Hoheit, gute Nachrichten. Nur noch eine Bitte. Also diesmal wirklich. Eure Hoheit? Wo ist er hin? Das königliche Zepter? Aber wo ist der König? Er lässt es nie zurück. Eure Hoheit, wo seid ihr? Ich habe euer Zepter gefunden, falls ihr es gesucht habt. Oh, hallo, kleines Steinkind. Hast du den König gesehen? Tut mir leid, Kleiner. Ich spreche deine Sprache nicht. Oh, ich glaube, ich verstehe dich. Du hast eine Bitte für den König. Er kann dir bestimmt helfen. Aber wir müssen ihn erst finden. Oh, tut mir leid, Kleiner. Das Zepter des Königs darf nur vom König verwendet werden. Aber keine Angst, er muss hier irgendwo sein. Eure Hoheit, wo seid ihr? Es gibt nur noch eine Bitte. Oh, und deine natürlich. Eure Hoheit, wo seid ihr? Du hast versucht, dir das königliche Zepter zu schnappen, oder? Ich muss besser darauf aufpassen. Hey, meine Trompete! Komm wieder zurück! Hab sie! Du schwebst? Seid ihr es, eure Hoheit? Ich war es die ganze Zeit. Eure Hoheit, es tut mir so leid. Ich wusste es nicht. Nein, nein, ich muss mich wirklich bei dir entschuldigen, mein treuer Herold. Nächstes Mal sag ich Bescheid, wenn ich rausgehe. Und in was ihr euch verwandelt. Das ist ein veilchenblaues Versprechen. Du darfst zum Spaß übergehen, sind all deine Pflichten geschehen. Es gibt wirklich nur noch eine letzte Bitte, versprochen. Ach je, ich hoffe, niemand musste sehr lange warten. Bitte, hol sie rein. Nun, eure Hoheit, der letzte Bittsteller bin ich. Ich wollte euch fragen, ob wir in der Spring-Spring-Lagune springen wollen. Aber natürlich, das wollte ich schon den ganzen Tag über machen. Lass uns los, springen! So sprangen der König und der Herold fröhlich zusammen den lieben langen Tag zu Ende. Ich würde super gerne so rumspringen. Wie lustig! Bartleby, du bist ein Steinkind? Ha! Ich hab doch gesagt, dass ich richtig gut bin. Beste Steinkind aller Zeiten. Stimmt doch, oder? Die Geschichte war steinstark. Drei kleine Yetis. Komm schon, Bee, wir feiern heute eine Party. Oh, stell dir mal vor, wie toll es wäre, zu richtiger Musik zu tanzen. Ja, ich kann es kaum erwarten, dass Bingo Bongo hier auftaucht. Er wird es heute Abend hier richtig krachen lassen. Ganz genau wie in der Geschichte von Bingo Bongo und den drei kleinen Yetis. Ist das etwa so wie in Die drei kleinen Schweinchen? Denn ich liebe diese Geschichte. Es ist genau wie diese Geschichte, nur etwas anders.
Geschichtenkreise, Geschichtenkreise, Sipsapsase, zeig uns die Geschichte in deiner Zauberblase. Vor langer Zeit lebten drei kleine Yetis, die eine Tanzparty schmeißen wollten. Also bauten sie ein Partyspielhaus aus Blättern. Als sie mit allem fertig waren, kam jemand aus dem Wald. Oh, ich weiß es. Ein großer, böser Wolf. Wirklich groß und haarig. Mit riesigen Fangzähnen. Nein, nicht ganz. Aber wer war's dann? Hi, Leute. Tanzparty! Ihr wollt eine Tanzparty in eurem Spielhaus veranstalten? Dann bin ich euer DJ. Yeah. Hoch den Daumen, schwing die Hüfte und dann pusten wir das Dach weg. Das bedeutet, ich werde klasse spielen. Yeah. Bingo Bongo hob seinen Daumen, schwang die Hüfte, bis schließlich... Yeah. Es tut mir leid. Ich wollte euer Spielhaus nicht kaputt machen. Ich gehe besser. Die drei kleinen Yetis versuchten es nochmal. Diesmal bauten sie ein stabileres Haus aus Ästen. Hi, kleine Yetis. Ich habe Yummy-Bären-Kekse mitgebracht, weil ich euer Spielhaus kaputt gemacht habe. Oh, ihr habt ein neues gebaut. Dann gehe ich mal lieber wieder. Tanzparty! Nein, nein, ich kann nicht spielen. Wenn ich den Daumen hebe und die Hüfte schwinge, dann puste ich euer Dach weg. Aus Versehen. Bitte! Okay, okay, für euch spiele ich doch gerne. Ich heb den Daumen, schwinge die Hüfte und dann puste ich das Dach weg. Aber nicht wirklich. Yeah! Bingo Bongo hob seinen Daumen, schwang die Hüfte, bis schließlich... Yeah! Oh nein, ich hab schon wieder das Dach weggepustet. Ich bin schrecklich. Bingo Bongo tat es leid, dass er auch das zweite Spielhaus zerstört hatte. Aber die Yetis probierten es nochmal. Die drei kleinen Yetis bauten ein drittes Spielhaus. Diesmal war es ein riesiger Pilz. Yeah! Als sie fertig waren, riefen sie nach ihrem Freund Bingo Bongo. Hey! Bingo! Danke! Hier ist nur ein Busch. Es gibt nichts zu sehen. Nein, wirklich, ich kann nicht für euch spielen. Oh, ihr mögt es anscheinend, Häuser zu bauen. Aber ich hebe den Daumen, schwinge die Hüfte und dann puste ich das Dach weg. Okay, okay. Für euch spiele ich und dann puste ich das Dach weg. Okay, okay, ich spiele. Bingo Bongo hob seinen Daumen und schwang die Hüfte. Und dieses Mal blieb das Dach, wo es war. Zu Ende. Ist er das True? Ist das der Bingo Bongo? Hi, True. Hi, Bartleby. Tanzparty, Tanzparty. Bitte. Okay, okay. Für euch spiele ich doch gerne. Ich hebe den Daumen, schwinge die Hüfte und dann puste ich das Dach weg. Oh, also aber nicht wirklich. Alles klar.
Stell dir mal vor, Bingo Bongo würde so laut spielen, dass das ganze Haus wackelt und das Dach wegfliegt. Was könnte das passieren? Sorry. Super Duper Tanzparty! Ja, mein Name ist Bingo Bongo. Tanz, 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 Tanz,
Grand Slam. Na, dann geht's los! Mit dem Stampfi-Trampler läuft alles wie geschmiert. Tanz den Stampfi-Trampler, wer jetzt den Stampf verliert. Toller Stampfi-Trampler, kennst du dieses Lied? Dieser Stampfi-Trampler-Hit und jetzt alle trampelt mit. Dagasch, Dagasch, wer jetzt den Stampf verliert. Dagasch, Dagasch, wer jetzt den Stampf verliert. Papa, Papa. Dagasch, Dagasch, Dagasch.
Wir sind zusammen. Kleine Helfer. Kleine Helfer macht euer Ding. Kleine Helfer bringt mich zum Sing. Putzen, säubern, überall. Könnte ich es mehr lieben? Niemals! Kleine Helfer, macht nur weiter. Kleine Helfer, ihr macht mich heiter. Helfende Profis, so muss es gehen. Was für ein Fest, dem zuzusehen. Was vergessen? Kleine Helfer, so süß wie nie. Kleine Helfer, voll Poesie. Vor euch zieh ich meinen Hut. Ihr macht das unfassbar gut. Kleine Helfer, macht mal ne Pause. Kommt und gönnt euch ein Kanapee. Locker und flockig wie Bartleby. Kleine Helfer, was mach ich denn nun? Kleine Helfer, braucht ihr mehr zu tun? Ich bin sicher, wir finden noch ne schmutzige. Irgendwo, irgendwann, ganz egal. Überall, immerzu, allemal. Nutzt die Zeit, dich auszuruhen. Auf ner Lampe und auf Schuhen. Auf nem Tisch und auf ner Tür. Auf dem Kühlschrank oder hier. Auch auf Tischen richtig gut. Die Liste endlos, hab nur Mut. Weiter geht's, so kuschelig fein. Auf Moos schlaf ich gerne ein. Auch auf Tischen richtig gut. Die Liste endlos, hab nur Mut. Weiter geht's, so kuschelig fein. Auf Moos schlaf ich gerne ein. Irgendwo, irgendwann, ganz egal. Überall, immerzu, allemal. Oh Moos, Moos, wie schön es los. So weich, so irre weich, weich. Auf Schritt und Tritt. Lausche in dich hinein. Fällt es dir wieder ein? Nutz dein Hirn, das ist kein Glück.
Die Erinnerung, sie kommt zurück. Kein Gedanke ist je verloren. Denkt an, was war, stell es dir vor. Nochmal, nochmal, und schon wird's klar. Wo find ich's nur? Du weißt es nicht mehr. Denk nach, das ist nicht schwer. Es kommt ein Schritt, dann der davor. Schritt für Schritt, dann der zuvor. Dieser Weg mag anders sein. Doch es fällt dir wieder ein. Denn nichts ist je verloren. Lausche in dich hinein. Fällt es dir wieder ein. Nutz dein Hirn, das ist kein Glück. Die Erinnerung, sie kommt zurück. Kein Gedanke ist je verloren. Denk dran, was war. Stell es dir vor. Nochmal, nochmal. Und schon wird's klar. Wo find ich's nur? Du weißt es nicht mehr. La, 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 la. Denk nach, das ist nicht schwer. Denk nach, das ist nicht schwer. Himmelsblub, der kalte Norden ist da lang. Hört auf eure Mutter, mich. Kommt mit, kleine Blubs. Der Himmel ist jetzt frei, also Schluss mit all dem Drama. Wir sollten längst woanders sein. Bitte hört auf eure Mama. Still kommt ein Traum zu dir. Zähl all die funkelnden Sterne.
wieder die Besten sind. Mir auch. Düster Grau. Ich bin wirklich sehr schlecht drauf. Alles nimmt hier seinen Lauf. Lasst mich doch bitte nur in Ruhe. Glücklich sein macht mich frustriert. Ich bin davon irritiert. Ich will schlechte Laune haben, also lasst mich doch. Lasst mich doch. Also lasst mich doch. Glücklich sein macht mich frustriert. Ich bin davon irritiert. Ich will schlechte Laune haben. Also lasst mich doch. Also lasst mich doch. Mir ist noch nicht alles recht, aber jetzt ist weniger schlecht. Gefällt's euch nicht, ist mir das egal. Mancher Gestank stinkt, ein anderer ist schlicht. Was du gern magst, ich weiß es nicht. Wenn du mein Glas nimmst, tut's mir weh. Wir singen und springen, es ist real. Was andere wollen, ist uns egal. Hier ist es toll, hier des Tages. Ich freue mich schon so, die Tagkönigin und die Nachtkönigin zu treffen. Die Sonne jeden Tag scheinen und den Mond jede Nacht aufgehen zu lassen, ist so ein großartiger, unvorstellbarer, wunderbarer, großartiger, sagte ich schon, großartiger und wichtiger Job. Es ist großartig, verstanden. Die Sonne geht auf und ich bin hellwach. Der Mond geht auf und ich... Das Schloss sieht glamourös und golden aus. Oh, danke für eure Hilfe, Drew und Bartleby. Gern geschehen, Regenbogenkönig. Und euer Timing könnte nicht besser sein. Denn hier kommt die Tagkönigin. Wow! Drew? Alles okay? Drew? Es ist mir eine große Ehre, Regenbogenkönig. Und ihr müsst Drew und Bartleby sein. Es ist wunderbar, euch endlich kennenzulernen. Ihr kennt mich? Sie kennt mich! Es ist wundervoll, euch wiederzusehen, Eure Majestät. Und eure Schwester, die Nachtkönigin, sollte jeden Moment hier sein. Regenbogenkönig, warum treffen sich die beiden nur bei Sonnenauf- und Untergang? Die Energie der Tagkönigin kommt von ihrer Strahlkraft, Bartleby. Sie schwindet in der Nacht. Wenn sie also zu lange vom Sonnenschein weg ist, hat sie nicht genügend Energie, um die Sonne aufgehen zu lassen. So wie die Nachtkönigin in der Dunkelheit bleiben muss, um den Mond aufgehen zu lassen. Und deshalb können wir uns leider nur bei Sonnenauf- und Untergang treffen. Oh, das ist so traurig. Ich kann meinen besten Freund jederzeit sehen. Oh, und wie angekündigt, kommt hier... Wie wunderbar, dass ihr hier seid. Tagkönigin, euch zu sehen ist immer der beste Teil meines Abends. Danke für eure Einladung, Regenbogenkönig. Gern geschehen. Ah, ihr seid sicher Drew und Bartleby. Ich habe schon so viel von euch gehört. Ihr kennt mich auch? Ich... Geht das schon wieder los?
Nachtkönigin, es ist mitternachtsmärchenhaft, euch zu Besuch zu haben. Und was für einen schönen Mondaufgang ihr erschaffen habt. Obwohl der Sonnenaufgang der Tagkönigin ebenfalls wundervoll ist. Oh, vielen Dank, Eure Majestät. Es geht doch nicht über einen perfekten Mondaufgang. Oh, geliebte Schwester, ihr stimmt doch sicher zu, dass der Mond viel spektakulärer ist. Ich fürchte, ich muss euch widersprechen, liebste Schwester. Ein Sonnenaufgang ist das Allerschönste. Wie denkt ihr darüber, Chu? Ja, welchen Aufgang findet ihr am besten? Ich, also, sie sind beide großartig? Wenn das nur stimmen würde. Aber meine Zeit ist definitiv die bessere. Am Tag ist es am schönsten, der Himmel so blau und die Sonne lacht. Drum mag ich den Tag so sehr, weil's wirklich alles schöner macht. Bei Nacht ist es am schönsten, ein sanfter Wind und der Mond so nah. Drum mag ich die Nacht so sehr, der Tag ist für mich so lala. Sieh auf die Farben, tauch ein in den Garten, kurz ein wenig nass, dann auf den Regenbogen warten. So friedlich und still kommt ein Traum zu dir, zähl all die funkelnden Sterne hier. Am Tag ist es am schönsten, Nacht ist es am schönsten, der blaue Himmel, die Sterne, die Sonne, der Mond. Mein verdrehter Himmel ist perfekt. Versteht ihr denn nicht? Jetzt können wir die ganze Zeit zusammen sein. Ich muss dafür nur auf meiner Seite bleiben. Und ich bleibe einfach auf meiner. Das ist das Beste, was uns je passiert ist. Entschuldigt uns nun bitte. Ich muss meine Schwester endlich davon überzeugen, dass Tagzeit die beste Zeit ist. Ich fürchte, das ist unmöglich. Denn Nachtzeit ist die beste Zeit. Wiedersehen! Das ist wirklich seltsam. Seltsam. Seltsam, in der Tat. Vielleicht wird alles wieder gut. Tagzeit und Nachtzeit zur selben Zeit? Das ist eher Verrücktzeit. Ein wenig, aber das ist okay, denke ich. Bitte, bitte schlaf jetzt. Ich fass nicht, dass das geklappt hat. So müde. Hey, yeah! Uns kann absolut nichts aufhalten. Siehst du, man bekommt Energie von der Sonne oder das beruhigende Mondlicht. Immer wenn man... Oh, anscheinend ist einer der Busse auf der Nachtseite eingeschlafen und die Busse auf der Tagseite kommen nicht vorbei. Was? Komm mit, Butterbee. Entschuldigung, Frau Bus, es wird Zeit aufzuwachen. Kitzel, Kitzel, komm schon. Das war gut, Bee. Entschuldigung, Frau Bus, aber könnten Sie ein wenig zur Seite fahren, damit die anderen Busse vorbeikommen? Oh, kein Problem. Oh! Oh, True, ich brauche deine Hilfe im Glücksfarmertal. Aber sicher, Farmer Moos. Bin unterwegs. Oh, Cumelo! Komm mit, Bartleby. Guten Tag, Farmer Moos. Was gibt's? Ich bin sicher, es liegt nicht an zu viel Sonne. Pflanzen lieben Sonne. Das ist auch so. Diese ganze Sonne war zuerst wunderbar. Meine Beeren wurden größer und saftiger als je zuvor. Oh, du große Beere. Auf dich habe ich mein Leben lang gewartet. Aber jetzt gibt es zu viel Sonne. Meine Beeren vertrocknen mir einfach. All die pralle, deliziöse Saftigkeit. Futsch. Okay, vielleicht funktioniert dieses Halb-Tag-Halb-Nacht-Ding doch nicht ganz so gut. Wir können den Himmel nicht so lassen. Lass uns den Königinnen das Problem erklären. Sie werden das verstehen. Oder nicht? Ich kann immer noch nicht fassen, dass sie hier sind.
Sei stark, True. Guten Tag, True. Und gute Nacht. Ich habe Tagkönigin gerade gesagt, wie lieblich die Sterne sind. Aber sie können es nicht mit der scheinenden Sonne aufnehmen. Stimmt doch, oder? True. Richtig. Danke, Bee. Eure Majestäten, sowohl Tag als auch Nacht sind großartig. Aber könnt ihr den Himmel bitte wieder zurückverwandeln? Bitte? Oh, True. Aber dann könnte ich nicht mit meiner Schwester zusammen sein. Die Sonne und der Mond bleiben, wo sie sind, bis wir beschließen, es zu ändern. Was wir nicht werden. Jemals. Was jetzt, True? Ich glaube, wir brauchen Hilfe. Zum Wunschbaum bitte, Cumelo. Oh, ja! Hi, Sie! Was machst du gerade? Willkommen, True und Bartleby. Seht euch die Wünsche an. Die eine Hälfte ist einfach eingeschlafen und die andere ist voller Energie. Und ich weiß nicht, warum. Genau deshalb sind wir hier, Sie. Die Tagkönigin und die Nachtkönigin haben Sonne und Mond zusammengesteckt. Jetzt ist es gleichzeitig Tag und Nacht, und zwar immer. Höchst ungewöhnlich. Ich brauche Wunschhilfe, damit der Himmel wieder normal wird. Wow, das ist ein Problem. Kommt, lasst uns sitzen und darüber nachdenken. Wie kann der Wunschbaum helfen? Also, ich brauche einen Wunsch, der die Nachtseite aufhält und die Tagseite abdunkelt. Aber noch viel besser wäre ein Wunsch, der Sonne und Mond wieder voneinander trennt. Der Wunschbaum hat dich erhört, True. Es wird Zeit, dir deine drei Wünsche zu holen. Ich bin bereit. Wunschbaum, Wunschbaum, bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Das sind fantastische Wünsche, True. Lasst uns nachsehen, was die Wunschklopädie über sie sagt. Dein erster Wunsch ist Flecto. Also das nenne ich mal einen wirklich reflektierten Wunsch. Das verstehe ich nicht. Pass auf. Flecto ist ein Spiegelwunsch, der dir deine Reflexion zeigen kann. Außerdem kann er Licht in alle Richtungen abprallen lassen. Wow! Miau. Hallo, Schönheit. Das bedeutet, Flecto könnte Sonnenschein von der Tagseite des Königreichs zur Nachtseite reflektieren, damit es dort dann mehr zum Tag wird. Dann würde alles strahlen. Dein zweiter Wunsch wäre dann Zeplo. Ein Zeppelin-Wunsch. Zeplo kann eine Menge Luft aufnehmen und dann hoch in den Himmel fliegen. Ein großer, schwebender Wunsch. Vielleicht könnte ich mit Zeplo Sonne und Mond voneinander trennen. Dein dritter Wunsch ist Schutzi. Er ist ein Schutzwunsch. Er öffnet sich wie ein Regenschirm und lässt dich im Sonnenlicht baden, während um dich herum ein Sturm tobt. Oder er versteckt dich im Schatten, wenn du nicht in der Sonne sein willst. Ich weiß zwar noch nicht, wie dieser Wunsch mir helfen kann, Sonne und Mond zu entzweien, aber mir fällt schon was ein. So wie immer, True. Vielen Dank, Sie. Und ich danke dir, Wunschbaum, dass du deine Wünsche mit mir geteilt hast. Okay, bis bald, Sie. Viel Glück, True und Bartleby. Okay, Bartleby, lass uns etwas Licht auf Regenbogenstadt lenken. Flecto, es ist Zeit zu reflektieren.
Zip-Zap-Zu, ausgewählt bist du! Flecto! Wunsch werde wahr! Hi, Flecto! Bist du bereit, ein paar Sonnenstrahlen zu reflektieren? Super! Dann los! Das Sonnenlicht funktioniert, aber unser Strahl ist nicht groß genug. Flecto, könntest du größer werden, sodass der Strahl bis auf die Nachtseite rüberreicht? Guten Morgen, Baby. Es wäre zu schön gewesen. Okay, zurück an die Arbeit. Geschafft! Wir haben ganz Regenbogenstadt abgedeckt. Gut gemacht, Flecto. Oh, oh, Flecto hat nicht genug Energie, um ewig weiterzumachen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Chu, aber ich auch nicht. Oh nein! Danke, Flecto. Sieh! Chu, ich habe schlechte Nachrichten. Ha? Ich habe ein Modell der Sonne und des Mondes erstellt und nach meinen Berechnungen müssen wir sie schnell trennen. Sonst werden sie verschmelzen und zu einer großen Summond ohne irgendein Sonnen- oder Mondlicht. Wir müssen das gerade biegen. Lasst uns rausfinden, ob Zeblo die Sonne und den Mond trennen kann. Ich hoffe, es klappt, True. Viel Glück. Dieses Mal schaffen wir es. Hey, wir fallen. Warte, warte. Vermutlich nur ein Traum. Es ist kein Traum, Bartleby. Cumulo ist eingeschlafen. Wach auf, Cumulo! Wir müssen Cumulo auf die Tagseite steuern, damit er aufwacht. Lehn dich rüber, Bee. Gut gemacht, Cumulo. Kommt schon. Zeit für etwas Wunschhilfe. Zip, Zap, Zu, ausgewählt bist du. Mach auf, Zeblo. Wunsch werde wahr. Hi, Zeblo. Die Sonne und der Mond stecken zusammen. Kannst du mir beim Befreien helfen? Klasse, ich lenke dich zwischen die beiden. Dann wirst du richtig groß und drückst die auseinander, okay? So, jetzt, Zeblo. Fertig? Dann drück! Funktioniert es? Ich sehe nur Wunschbauch. Es ist ein schöner Bauch. Los, wir helfen Zeblo beim Drücken. Oh nein, Cumulo! Hast du dir wehgetan, Zeblo? Du hast es versucht, aber die Sonne und der Mond sind zu groß, um sie auseinanderzudrücken. Du brauchst jetzt Ruhe. Chu, wie klappt die Wunscharbeit? Konntest du die Sonne und den Mond trennen? Noch nicht. Was immer du probieren willst, Chu, du musst dich beeilen, ansonsten. So! Es gibt nur noch eins, das wir tun können. Wir müssen die Königin dazu bringen, uns zu helfen. Haben wir das nicht schon probiert? Haben wir. Aber wir müssen es noch mal probieren. Danke, Sie. Danke, dass ihr euch mit mir trefft. Ich weiß, dass ihr es liebt, zusammen zu sein. Und ich liebe es, euch zusammen zu sehen. Aber wir müssen den Himmel reparieren. Was ist das Problem? Ja, wir haben eine wundervolle Zeit. Es bringt alles durcheinander, eure Majestäten. Ach, wenn ihr doch nur beide Seiten sehen könntet. Aber ich kann auf keinen Fall auf die Nachtseite reisen. Ich würde meine Strahlkraft verlieren. Und ich kann leider nicht auf die Tagseite reisen. Sonst verliere ich meine Dunkelheit. Strahlkraft verlieren und eure Dunkelheit? Ich habe einen Wunsch, der dafür sorgt, dass das nicht passieren wird. Ich werde euch mit Schutzi, dem beschützenden Wunsch, voreinander schützen. Dann kann ich mit euch beiden ins ganze Königreich fliegen und euch zeigen, was los ist. Also... Ich weiß nicht. Je
Jeder von euch findet seine Tageszeit am besten. Aber wie wollt ihr euch da ganz sicher sein, wenn ihr nie die andere Seite gesehen habt? Oh, also, wenn du es so beschreibst, wie könnten wir da Nein sagen? Klasse! Komm raus, Schutzi! Zip, zap, du, ausgewählt bist du! Komm raus, Schutzi! Und werde wahr! Hi, Schutzi. Wir müssen auf die Tagseite des Königreichs. Kannst du die Nachtkönigin für mich beschützen? Seht nur! Fantastisch! Cumelo! Hi, Cumelo! Der erste Stopp ist das Glücksfarmertal. Meine Güte! Ist es hier immer so trocken? Nein, das Glücksfarmertal ist eigentlich üppig grün. Aber mein wundervolles Sonnenlicht trocknet es aus. Du erzählst mir immer, wie glücklich die Menschen am Tage sind. Aber davon sehe ich nichts, Schwester. Ich auch nicht. Es ist schrecklich. Sieh nur, Bee, jetzt ist Ihnen das Problem auch klar geworden. Ein Glück. Du machst das klasse, Schutzi. Kannst du jetzt die Tagkönigin beschützen und zur Nachtseite gehen? Wie fantastisch! Sonnenschein bei Nacht! Seht euch das nur an! Warum sind denn alle auf dem Boden? Sind sie krank? Oh nein, sie schlafen doch nur. Aber das sollten sie zu Hause tun. In ihren Betten. Schwester, du erzählst mir immer, wie ruhig und magisch und bezaubernd die Nacht ist. Aber davon bemerke ich hier nichts. Ich auch nicht. Hier stimmt was nicht. Es funktioniert, True. Aber schlaf mir bitte nicht ein. Ja? Richtig. Cumelo, zurück zur Tagseite, bitte. Danke, Cumelo. Und vielen Dank, Schutzi. Wir verstehen das Problem nun, True. Zu viel Nacht ist einfach zu viel des Guten. Und zu viel Tag ist auch nicht gut. Es wird Zeit, die Dinge gerade zu rücken. Fertig? Fertig. Der Tag ist strahlend. Die Nacht ist ruhig. Sonne. Mond. Zurück, wo ihr hingehört. Ein wundervoller Sonnenuntergang. Danke, Hoheiten. Am Tag ist's wirklich schön. Der Himmel so blau und die Sonne lacht. Wir spielen ganz so, wie ich es mag. Tolle Abenteuer gibt's am Tag. Auch bei Nacht ist's wirklich schön. Ein sanfter Wind, der Mond so nah. Entspann dich, lass los und ruh dich aus. Ein wacher Geist kommt dabei raus. Sieh auf die Farben, tauch ein in den Garten. Kurz ein wenig nass, dann auf den Regenbogen warten. So friedlich und still kommt ein Traum zu dir. Sehe all die funkelnden Sterne hier. Am Tag ist's wirklich Bei schön. Bei Nacht ist's wirklich schön. Der blaue Himmel. Die Sterne. Die Sonne. Der Mond. Zusammen so schön. Mir gefällt es, wenn wir beide die Besten sind. Mir auch. True, du hast es geschafft! Warte, was ist das? Na, eine Faceblase. Habt ihr denn noch nie eine benutzt? Nein! Ich glaube, wir haben einen Weg gefunden, der euch gefallen könnte. Das wird klappen. Eure Majestäten, egal wo ihr seid, ihr könnt euch nun über Faceblase erreichen. Oh, jetzt kann ich dich auch zur Nachtzeit sehen. Und ich kann dich jederzeit am Tage erreichen. Knuddeln! Oh! Das ist der beste Tag! Die beste Nacht überhaupt! Wir rufen euch bald an! Macht's gut! Bis bald! Bis bald, Tagkönigin! Bis bald, Nachtkönigin! Bald! Bis ganz bald! True's Geburtstagsparty! Ich hab Geburtstag, ich hab Geburtstag. Das ist der allertollste Tag im ganzen Jahr. Zum Geburtstag, weil ich dich gern hab, gibt's dir
eine riesengroße Party, ist doch klar! Ich treffe meine Freunde und der Kuchen ist groß. Es wird schon immer später, wir ziehen besser gleich los. Ich werde ein Jahr älter und ich freue mich famos. Bingo Bongo, wie sieht's aus? Bin gleich da. Wunderbar! Trues Geburtstag, Happy Birthday, True. Und wir haben ein Geburtstagslied für dich. Bin zur Party eingeladen, mein Geschenk ist bereit. Christmas bringt mir meine Schürze, denn der Kuchen braucht Zeit. Ihr müsst alle mit uns feiern, hört auf eure Hoheit, denn alle lieben unsere True hier. Los, sagt euch Bescheid. Ich hab Geburtstag. Sie hat Geburtstag. Und ich feier ihn mit dir, weil ich dich mag. Alles Gute zum Geburtstag, True. Oh, danke, Bee. Okay, bist du bereit für einen großartigen Geburtstag? Aber sicher. Warte, ich muss noch so viel für die Party heute Abend vorbereiten. Nein, musst du nicht. Denn ich habe sie bereits vorbereitet. Wirklich? Ja, das ist mein Geschenk für dich. Ich sorge dafür, dass du den allerbesten Geburtstag aller Zeiten hast. Du musst heute überhaupt nichts machen, True. Oh, Bee, du bist der Beste. Ich weiß, aber jetzt müssen wir mit dem Geburtstag feiern anfangen. Los geht's. Ich hab Geburtstag. Sie hat Geburtstag. Ich hab Geburtstag. Bereit für was Feines? Ich habe etwas ganz Besonderes gemacht. Rate mal, was es ist. Du bist es. Yeah, ich nenne sie Bartelkekschen. Die Idee hatte ich vor dem Spiegel. Welchen Teil soll ich zuerst essen? Meine Ohren natürlich. Gute Wahl. Hey, das schmeckt fast so wie Erdbeer-Nilla. Haben wir einen Erdbeer-Nilla-Kuchen für meinen Geburtstag? Du wirst dich noch gedulden müssen. Mit Schwabbelwackelpeter und Blasenkauglasur? Mhm. Ja, und als dein bester Freund wusste ich natürlich, dass du all diese verschiedenen Geschmäcker haben wolltest. Es ist auf keinen Fall ein einfacher Brombeerkuchen. Oh, Bee, du kennst mich so gut. Kann ich mir dein Faceblasengerät für einen Nicht-Geburtstagsnotfall ausleihen? Klar. Hier, iss noch ein Bartelkekschen. Iss ihn so laut du kannst, okay? Laut genug? Griselda, nimm meine Faceblase an. Griselda, wir haben einen Geburtstagsnotfall. Wir haben keine Glitzerballons mehr. Wir müssen den Brombeerkuchen in einen Erdbeer-Nilla-Schwabbelwackelpeterkuchen mit Blasenkauglasur umwandeln. Oh, das ist kein Problem. Backen ist nicht schwer. Man braucht nur die Feinfühligkeit einer Prinzessin. Aber du hast doch gar kein Rezept. Prinzessinnen brauchen kein Rezept. Wir sind in allem, was wir tun, großartig. Nicht wahr, Grismos? Okay, aber denk dran, der Kuchen ist das Wichtigste an unserer Party. Natürlich, deswegen mache ich ihn ja auch. Okay, Grismos, ihr habt Bartleby gehört. Der Melonenbeerenkuchen wird jetzt Erdbeer-Nilla-Schwabbelwackel-Peterkuchen mit Blasenkauglasur. Wo ist mein Superschnell-Aufgehpulver? Lasst uns mehr nehmen. Mehr ist besser. Hey, Leute, klappt alles mit der Dekoration? Okay, toll. Wir hören uns später. Bitte alle einsteigen in den Pitstadt-Geburtstagsexpress. Hey! Sind alle auf dem Weg? Aber klar, wir sind voll im Plan. Sehr gut. Hey, Bingo Bongo. Du kennst den Weg, oder? Beim niemals endenden Wald links rum. Oh yeah. Okay, ich werte das mal als ja. Wer hat Lust auf ein Eismittagessen? Eis zum Mittag? Geht das überhaupt? Klar, es ist dein Geburtstag. Ich freue mich schon seit Tagen auf leckeres Eis zum Mittagessen. Perfekt, ab damit in den Ofen. Oh, was macht ihr, Grismos, da? Zur Seite. Dafür braucht man die Feinfühligkeit einer Prinzessin. Backen wäre schwierig, wenn ich nicht so gut darin wäre. Okay, Bartleby. Ich denke, das ist genug.
Nur noch eine Kleinigkeit zur Krönung. Ein Fischpusti-Cracker. Wow! Wow! Nein! Bartleby! Oh. Oh! Jetzt kann ich das nicht zur Party anziehen. Ach, weißt du, du hättest das eh nicht angelassen, weil wir dir natürlich etwas Neues kaufen werden. Wirklich? Aber erst, wenn du das ganze Eis aufgegessen hast. Herausforderung angenommen. Oh nein, 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 nein. Das reicht einfach nicht. Es muss doch knallen. Und deshalb alle zusammen. Mehr ist besser. Seht ihr? Geburtstag! Nichts wird diesen Expressbus zu Trues Geburtstagsparty aufhalten. Außer vielleicht dieser wirklich köstliche Schleim. Hey, was dauert da so lange? Ich muss zu Trues Party. Entschuldigung, ich muss da wirklich hin. Könnten Sie bitte weiterfahren? Ja, was ist da los? Okay, das ist perfekt. Seid ihr bereit für mein neues Geburtstagsoutfit? Ist es so süß wie meins? Ich liebe es! In diesem fantastischen Outfit wirst du die Party rocken. Was ist das? Keine Ahnung, aber wir sollten es rausfinden. Was ist hier los? Wieso ist hier Stau? Trues Partybus! Oh, hallo Regenbogenstadtbus! Solltest du nicht auf dem Weg zu etwas sehr Wichtigem sein? Vielleicht? Ja, das sollte ich, aber wie ihr sehen könnt, stecke ich in diesem wirklich köstlichen Schleim fest. Oh, wirklich köstlich. Da hast du recht. Und er schmeckt ziemlich doll nach Blasenkauglasur. Griselda! Oh. Für einen normalen Kuchenesser ist er schwabbelig und wackelig genug. Aber dieser Kuchen muss prinzessinnenmäßig schwabbelig wackelig sein. Mehr ist besser. Hey, Griselda, weißt du zufällig etwas über einen Blasenkauglasurstau? Bartleby, ich stecke mitten im wichtigsten Kuchen meiner gesamten Karriere. Ich brauche Raum. Ich spreche später mit dir. Aber... Missy! Also, wo waren wir? Ah, ja. Anja! Geburtstag! 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 Die Bäume, sie fallen um. Wir müssen nachsehen, was los ist. Oh, Cumulo! Aber True, wir müssen... Was ist mit dem... Komm schon, Bartleby. Wir sind gleich wieder da, um dir zu helfen. Halte durch. Ich hoffe nur, dass es den Waldkindern gut geht. Ich bin sicher, den Waldkindern geht es gut. Du musst heute keinen Heldenkram machen, oder doch? Ich weiß nicht, Bee, aber lass uns trotzdem nachsehen. Was ist passiert? Ist alles okay? Diese Bäume blockieren euch den Weg? Vielleicht können wir sie zusammen bewegen. True, kann das warten? Wir müssen uns doch noch um diesen Schleimstau kümmern. Wenn wir nicht helfen, kann hier niemand mehr durch den Wald kommen. Hey, Bartleby! Bingo Bongo, Partydekoration, wir müssen diesen Baum wegschaffen, sofort! Ja, du hast recht. Der ist zu schwer. So schaffen wir das nicht. Zeit für Wunschhilfe. Auf zum Wunschbaum. Sieh! Happy Birthday, True.
Ich hatte erwartet, dich erst bei deiner Party zu sehen. Die Party muss noch warten, Sie. Da war gerade eine Art Erdbeben. Ja, das haben wir hier auch gespürt. Es hat Bäume im Niemalsenden in den Wald umgeworfen und jetzt kommt man nicht mehr durch. Und dann ist da noch diese Klebeproblematik in Regenbogenstadt. Eine klebrig-schleimige Problematik. Und sie verursacht einen riesigen Stau. Oh, das klingt wirklich ernst. Lasst uns sitzen und darüber nachdenken. Okay, True. Wie kann der Wunschbaum dir helfen? Also, zuerst müssen wir die Bäume im niemals endenden Wald wieder aufrichten. Ja, und die sind wirklich verdammt schwer. Und dann müssen wir den Schleimball von den Straßen in Regenbogenstadt entfernen. Der Wunschbaum hat dich erhört, True. Es wird Zeit, dir deine drei Wünsche zu holen. Ich bin bereit. Wunschbaum, Wunschbaum, bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Wunschbaum, bitte teile mit mir all die Wünsche, ich warte hier. Wunschbaum, oh, ich bin dabei. Zeig mir all deine Zauberei. Diese Wünsche sind unglaublich. Warte ab, bis du hörst, was die Wunschklopädie über sie sagt. Der erste ist Heber. Heber! Dieser Wunsch ist unglaublich stark. Er kann alles anheben, was du auf ihn platzierst. Probiert es ruhig aus. Wow! Heber, du kannst uns helfen, all die Bäume wieder aufzurichten. Heber! Und der nächste ist... Pusti. Pusti! Dieser Wunsch kann überall Luft reinblasen. Zum Beispiel in einen platten Reifen. Oder auch in Ballons. Pusti! Oder in einen riesigen Schleimball, so wie in den, der den Stau verursacht hat. Vielleicht kann Pusti ihn zu einer Blase aufpusten und wegschweben lassen. Pusti! Oh, den hier werdet ihr lieben. Das hier ist Krache Rache, einer der mächtigsten Wünsche, die es gibt. Krache Racher ist ein Zerberstwunsch, der große Dinge in kleine Dinge zerbrechen kann. Wow! Ich weiß zwar noch nicht genau, wie uns Krache Racher helfen kann, aber es wird sicher ein Kracher. Susip Sap, Wünsche in den Rucksack! Danke, Sie! Mach's gut! Viel Glück, ihr zwei! Wir sind zurück. Danke fürs Warten. Mal sehen, ob wir die Bäume von der Straße entfernt bekommen. Zeit für meinen ersten Wunsch. Zip, zap, zu, ausgewählt bist du. Mach auf, Heber. Wunsch werde wahr. Alles klar, Heber? Heber? Siehst du die umgefallenen Bäume? Ei, ei, ei. Könntest du sie für uns aufrichten, bitte? Das würde den Weg frei machen und alle könnten weiter dahin gehen, wohin sie wollen. Ach, ich freue mich nur darüber, dass die Leute weiter können. Los, Heber! Komm wieder runter, Heber! Okay, lasst uns den restlichen Weg freiräumen. Vielen Dank, Heber. Zurück mit dir in den Rucksack. Komm, Bee, wir müssen in die Regenbogenstadt und uns um diesen Schleimball kümmern. Nein! Geburtstag, 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 Geburtstag! Vom Backen bekomme ich ganz rissige Lippen. Hey, oh, hi. Oh, was ist schon wichtiger, als sich um meine wundervolle Haut zu kümmern? Oh, oh. Ah.
Hallo zusammen. Puh, so ein Glück. Ich fürchte, ich kann nicht noch mehr von diesem köstlichen Schleim essen. Okay, Zeit für meinen zweiten Wunsch. Zip, zap, zoo, ausgewählt bist du. Mach auf, Pusti. Wunsch werde wahr. Hi, Pusti. Pusti. Dieser Riesenklumpen hat unsere Freunde zugeschleimt. Hilfst du uns beim Wegräumen? Pusti! Klasse! Ich wette, aus dem Schleim können wir eine Riesenblase blasen. Pusti-Kraft, los! Oh ja! Pusti! Danke, Pusti. Das hat mich echt weggeblasen. Zurück in den Rucksack. Danke, Chew. Wir sehen uns später. Gern geschehen. Bis bald. Ich hatte natürlich gehofft, du müsstest dich heute um keinen Heldenkram kümmern, aber du hast das ziemlich einfach erledigt. Hab ich wirklich, oder? Hey, Griselda! Oh, Drew! Ich wünsche dir den tollsten Geburtstag! Oh, danke, Griselda! Könnte ich bitte mit Bartleby über alles andere als Kuchen reden? Aber sicher! Okay, was ist los, Griselda? Bartleby, dieser Kuchen macht absolut nicht das, was ich ihm sage! Platz! Nein! Böser Kuchen! Die Worte böse und Kuchen passen aber nicht so gut zusammen. Was ist denn los? Also, ich denke, mehr ist doch nicht immer besser. Die Kuchenböden sind ein wenig größer geworden als erwartet. So groß wie, wir essen die ganze nächste Woche Kuchen? Eher wie, ups, er ist zu groß für den Ofen. Und die Küche. Und auch für das Haus. Oh, komm schnell, ich glaube, ich kann es nicht mehr lange aufhalten. Riesengroßer, total geplanter Geburtstagskuchen. Wie? Das ist total lieb von dir. Ich hätte es lassen sollen. Das wird für mich sein. Bartleby, hier passiert gerade etwas sehr Seltsames. Ich bin in diesem erlesenen Erdvanille-Eiertraum eingesperrt. Ich habe ja schon mal in einem Stau festgesteckt, aber noch nie in Marmelade. Diesen Kuchen sollte man zu Frookies Hundeschule schicken. Hallo, Bee. Hallo, True. Es könnte ein kleines Problem mit der Party geben. Oh, meinst du etwa den Riesengeburtstagskuchen, der auf Pilz stattgefallen ist und alle unsere Gäste in der köstlichen, klebrigen Glasur gefangen hält? Aha. So war das nicht geplant. True, ich möchte dir deinen Tag nicht ruinieren, aber ich glaube, ich brauche deine Hilfe. Schon okay, Bee. Ich mache nichts lieber, als anderen zu helfen. Oh, Cumelo! Hallo, Cumelo. Wir haben ein Kuchenproblem. Auf geht's zur Pilzstadt! Dieser Kuchen ist riesig und er sieht köstlich aus. Sollen wir uns einfach durchessen? Für mich wäre das okay. Es würde wohl zu lange dauern. So lecker das auch klingen mag, es wird Zeit für meinen dritten Wunsch. Zip, zap, zoo, ausgewählt bist du. Mach auf, Kracheracha. Wunsch werde wahr. Hi, Kracheracha. Wir haben ein riesiges Kuchenproblem. Wir brauchen deine Hilfe. Kracheracha! Bereit, Kracheracha? Kracheracha! Wir zählen auf dich, Kracheracha. Kracheracha! Okay, warte auf mein Zeichen. Alles klar? 3, 2, 1. Kracheracha! Geburtstag, Geburtstag, Geburtstag! Wow, letzter Stopp, Partyzeit! Oh, regenbogenfarbene Schnurrhaare. Das ist wundervoll. Es ist so... Es ist das Allerbeste. Lasst uns diese Party beginnen. Hey! Ich denke, ich
überlasse die Partyplanung nächstes Jahr gleich dir, oder? Was meinst du, Bartleby? Naja, nichts hat so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Du hast ja nicht mal einen Kuchen. Bartleby, ich hatte einen großartigen Tag. Vor allem, weil ich ihn mit dir verbracht habe. Ich habe das Picknick und das Eis zum Mittag geliebt und ich liebe mein neues Outfit. Alles, was du gemacht hast, kam von Herzen. Und deshalb ist das der beste Geburtstag aller Zeiten. Hä? Was? Cupcakes! Bartleby, es regnet Cupcakes! Ich glaube, niemand hatte jemals so eine Geburtstagsfeier. Alles klar, Kracheracha. Su, Sip, Sap, zurück in den Rucksack. Happy Birthday, True! Die beste Party aller Zeiten. Diese Party ist großartig. Vielen Dank, Leute. Das ist sogar die beste der besten Geburtstagspartys. Und das alles nur dank Bartleby. Toll gemacht, Bartleby. Ach, Quatsch. Danke, True. Du verdienst es. True? Hey, wo ist sie hin? Und jetzt für eure Geburtstagsunterhaltung. Darf ich euch nun unseren Ehrengast präsentieren? Klatschen Sie in die Hände und Pfoten für den Liebling des Regenbogenreichs und das heutige Geburtstagskind. Es ist True! True's Geburtstag, Happy Birthday, True. True's Geburtstag, Happy Birthday, True. True's Geburtstag, Happy Birthday, True. Der Geburtstag steht nur für dich und True. Großes, moosiges Chaos. Okay, Bartleby, wenn du der Regenbogenkönig wärst, wo würdest du bei meiner Naschen- und Schlürfenparty sitzen wollen? So viele Möglichkeiten. Mal sehen. Hier. Bartleby. Was? Das ist ein schnurrtastischer Platz. Hier kommen die ganzen Snacks hin. Wow, alles für die Saftparty mit dem König vorzubereiten, macht mich ganz... Lustig? Dann wird es Zeit für einen Schluck süßen Sanduni-Saft. Der Nektar der Götter. Gerne nach dir. Entschuldige bitte. Ups. War das etwa der letzte? Du hast mich gerade auf eine Idee gebracht. Willst du einen Strohhalm wie einen Fake-Schnurrbart benutzen? Nein, Quatschkopf. Wir können dem Regenbogenkönig frisch gepressten Sasuni-Saft besorgen. Und ich weiß auch schon, woher. Jaha! Knabbereien und Saft, Knabbereien und Saft. Kein Kabbeln, kein Ringen, wir schlürfen und schlingen. Jeden Krümel, jeden Schlupf vom Naschkram hau ruck. Regenbogenwache! Ich fühle mich knabberig und saftig. Wann beginnt True's Party nochmal? Um 15 Uhr. Grünstes Glück, dann habe ich noch reichlich Zeit, mich fertig zu machen. Regenbogenwache, würdest du mein Zepter für mich polieren? Während ich knabbern und schlürfen übe. Wir sind da, im Glücksformatal. Und da ist die Sasuni-Moosinsel. Diese Inseln sind so wunderschön. Herzlich willkommen, True und Bartleby. Hi, Farmer Moos. Wir geben heute eine Naschen- und Schlürfenparty für den Regenbogenkönig. Und wir hätten wirklich gerne etwas... frisch gepressten Sasuni-Saft. Wow! Woher wusstest du das? Na, deswegen kommt doch jeder zur Sasuni-Moosinsel. Als könnte er Gedanken lesen. Ich bin von diesem Farmer sehr beeindruckt. Der pfiffige Geschmack unseres Sasuni-Safts kommt vom Sasuni-Moos, das wir hier auf diesem Feld anbauen. Ah, das ist alles so... Wow! Weiches Sasuni-Moos! So weich, so irre weich! Kann Sasuni-Moos denn überall wachsen, Farmer Moos? Wir können es nur hier auf der Insel anbauen, weil es so schnell wächst. Sieh nur! Wirklich schnell! Jetzt zeige ich dir, wie wir das Moos entsaften. Bartleby, komm schon, du Schlafmütze. Was? Oh, richtig. Ah, nur noch eine Sekunde. Miau.
Okay, ich muss wirklich damit aufhören. Das ist unser Sasuni-Entsafter. Wow, dieser Entsafter ist gigantisch. Das Sasuni-Moos wird abgeschöpft und dann in den Entsafter gefüllt. Er dreht und quetscht das Moos, um dann den ganzen Saft herauszubringen. Fantastisch! Ist das schon Sasuni-Saft? Fast. Fast? Und hier ist er. Frisch gepresster Sasuni-Saft. Zum Wohl. Schlurrtastisch. Nehmt so viel ihr wollt für eure Naschen und Schlürfen-Dings. Wow! Danke, Farmer Moos. Jederzeit. Bis bald. Da gehörst du nicht hin, Moos. Bartleby, komm schon. Ich bin gleich da. Ich sollte das besser Farmer Moosig zurückgeben. Farmer Moosig! Farmer Moosig! Farmer Moosig! Farmer Moosig! Okay, dann muss ich es wohl leider mitnehmen, dieses super weiche Stück Moos. Super weiches Super Moos. Das super weich ist. Wow, so weich. Alles klar? Aber natürlich. Bartleby, wir sind da. Das war eine lange Reise. Ich glaube, ich lege mich wieder hin. Komm schon, Bartleby. Der König wird jede Minute hier sein. Na gut. Okay, Moos. Du bleibst einfach hier, bis ich zurückkomme, um auf dir zu schlafen. Ich bringe dich später wieder nach Hause. Gute Nacht. Nur noch eins. Kannst du mir helfen, den Tisch vorzubereiten? Aber sicher doch. Du nimmst die Knabbereien und ich die Getränke. Wow! Ist alles in Ordnung? Ja. Ich, habe nur gerade einen Fleck gefunden. Aber ich bin dran. Tor! Tor! Bartleby macht ihn rein! Schon wieder! Der Kater rastet aus! Wie läuft es mit den Getränken, ha? Gut, bis jetzt. Alles gut. Alles so gut wie fertig. Du brauchst aber wirklich lange, um drei Saftbälle vorzubereiten. Ich möchte halt, dass alles richtig gut wird. Alles fertig? Alles fertig. Ja. Wow. Was ist denn hier passiert? Witzige Geschichte. Erinnerst du dich an das ganze Moos, das wir auf der Moosfarm gesehen haben? Naja, also eventuell habe ich ein winzig kleines Stückchen mit nach Hause gebracht. Ja, das habe ich wohl. Winzig klein? Am Anfang war es winzig klein. Nun ist es nicht mehr winzig klein. Warte mal. Farmer Moos hat uns doch erzählt, dass das Moos wirklich sehr schnell wächst. Weißt du noch? Oh, ich glaube, den Teil habe ich wohl verschlafen. Habe ich schon erwähnt, wie wundervoll weich das Moos ist? Ein paar Mal. Das Gute ist, jetzt kann das ganze Haus mein Bett sein. Und ich kann jederzeit ein Nickerchen halten. Irgendwo, irgendwann, ganz egal. Überall, immerzu, allemal. Nutz die Zeit, dich auszuruhen auf einer Lampe und auf Schuhen. Auf dem Tisch und auf einer Tür, auf dem Kühlschrank oder hier. Auch auf Tischen richtig gut. Die Liste endlos, hab nur Mut. Weiter geht's, so kuschelig fein, auf Moos schlaf ich gerne ein. Irgendwo, irgendwann, ganz egal. Überall, immerzu, allemal. Oh Moos, Moos, wie schön es. Das war ein toller Song, Bee. Aber sieh doch mal, wie viel Moos inzwischen gewachsen ist. Es wird schwierig, eine Naschen- und Schlürfenparty zu geben, wenn mein Haus so vermoost ist. Kein Problem. Wir werden es los. Es ist nachgewachsen. Genau das Gleiche ist auf der Farm passiert. Okay, neuer Plan. Wir
feiern die Party einfach draußen und räumen das Moos später weg. Sehr guter Einfall. Wir hindern das Moos, sich auszubreiten, indem wir die Fenster und Türen schließen. Schnellbi, mach die Tür zu. Problem gelöst. Und jetzt geben wir unsere Naschen- und Schlürfenparty draußen. Ja, das Moos geht nirgendwo. Unser kleines Moosproblem ist jetzt ein großes Moosproblem. Und wir brauchen Hilfe, um es aufzuhalten. Und zwar Wunschhilfe. Cumelo! Hallo, Cumelo. Bring uns bitte zum Wunschbaum. Schnell! Das Moos breitet sich aus. Beeilung! Wow! Sehr gut. Oh, herzlich willkommen. Heisi, was machst du denn da? Wir üben zu balancieren. Hab dich. Danke, Wünsche. Wir üben später weiter. Womit kann ich dir helfen, True? Ich veranstalte heute eine Naschen- und Schlürfenparty für den Regenbogenkönig. Aber ich habe ein großes Sasunimus-Problem. Und es wird immer größer. Heilige Schwerkraft! Ach du Schande! Moos breitet sich über die Regenbogenstadt aus. In Ordnung. Lasst uns innehalten und nachdenken. Sieht aus, als wäre das Moos ein großes Problem. Was hast du dir vorgestellt, True? Also, Bartleby hat etwas Moos aus dem Glücksfarmertal mitgebracht und es wächst wahnsinnig schnell. Aber es ist so weich. Ich glaube, ich brauche Wünsche, die mir helfen, das Moos vom wilden Wachsen abzuhalten. Der Wunschbaum hat dich erhört, True. Es wird Zeit, dir deine drei Wünsche zu holen. Ich bin bereit. Wunschbaum, Wunschbaum, bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Bitte teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Teile deine wundervollen Wünsche mit mir. Habe ich meine drei Wünsche vom Wunschbaum, sie. Kannst du mir zeigen, was ihre Kräfte sind? Aber natürlich kann ich das. Mal sehen. Ah ja, hier ist er. Windy ist der Name deines Windwunsches. Er hat riesige Atmungskapazitäten. Das bedeutet, er atmet extrem stark ein und wieder aus. Ich denke, es gibt eine Menge Moos zum Wegblasen. Was ist der nächste? Wo ist der? Gefrieri ist ein Wunsch, der alles einfrieren kann. Perfekt. Ich könnte das Moos einfrieren, um es vom Wachsen abzuhalten. Tolle Idee. Wir machen Mooseis. Bartleby. Dein letzter Wunsch ist Drehi. Er kann Dinge auf alle möglichen Arten verdrehen. Ich habe zwar keine Ahnung, wie Drehi das Moos aufhalten soll, aber mir wird schon etwas einfallen. Danke, Sie. Und ich danke dir, Wunschbaum, dass du deine Wünsche mit mir geteilt hast. Bis bald, Sie. Und danke für deine Hilfe. Bis bald. Famose Arbeit, Regenbogenwache. Mein Zepter ist jetzt genauso glänzend wie ein Stern. Jetzt bin ich bereit, zu True und ihrer Naschen- und Schlürfenparty zu gehen. Eine Wand aus Moos? Ist denn jetzt etwa schon Moossaison? Ich komme da nicht durch. Probier du es.
Pinke Petunien! Was für eine Zwickmühle! Oh nein! Es wird immer schlimmer! Wenn wir das nicht schnell aufhalten, verwandelt sich das Regenbogenreich in ein Sasuni-Moosreich! Was für eine schreckliche Sache ein Sasuni-Moosreich wäre! Bartleby, du hast mitbekommen, was hier los ist, oder? Ach, ich weiß. Ich werde es nur einfach so schrecklich vermissen. Oh, Bartleby, es wird Zeit, das Moosproblem unter Kontrolle zu bringen. Zip, Zap, Zu, ausgewählt bist du! Wach auf, Lindy! Wunsch werde wahr! Bist du bereit zu atmen und zu pusten, um das Moos wegzublasen? Windy, versuch es nochmal. Ich weiß, du schaffst das. Warte kurz. Als du eingeatmet hast, hat sich das Moos abgelöst und ist dir direkt in den Mund geflogen. Kannst du den Rest auch einatmen? Leb wohl, Moos! Wow! Du hast die Saugkraft eines Superstaubsaugers! Toll gemacht, Windy! Und jetzt noch drin! Drin etwa auch? Bartleby? Okay. Bitte nach dir. Entschuldigung. Leb wohl, Moos. Ich werde nie vergessen, wie weich du warst. So super weich. Ich werde dir zum Schlafen etwas anderes Weiches besorgen. Versprochen? Pfotenversprechen. Okay, aber ich glaube nicht, dass du etwas Weicheres als dieses super weiche Sasuni-Moos findest. Es hat bereits das Regenbogenschloss erreicht. Kannst du noch mehr Moos einatmen? Danke für deine Hilfe, Windy. Ich werde dich abholen, wenn du wieder etwas kleiner geworden bist. Aber jetzt brauchen wir erstmal etwas Einfrier-Action. Cumelo! Wir müssen uns beeilen und das Moos aufhalten. Also gut, Gefrieri. Du bist dran. Zip, Zap, Zu, ausgewählt bist du. Mach auf, Gefrieri. Bequem, Gefrieri. Und du sei bereit, Bartleby. Es wird eiskalt. Ha, wie gut, dass ich eingebaute Handschuhe habe. Oh. Hey! Glaubst du wirklich, Gefrieri kann das alles einfrieren? Wir müssen es probieren. Zeit, etwas Moos einzufrieren. Es funktioniert! Das Moos wächst nicht mehr! Lasst uns weitermachen! Großartig! Gefrieri hat's geschafft! Alles ist gefroren! Und jetzt zum Regenbogenschloss! Bereit? Zielen? Einfrieren! Du hast es geschafft, Gefrieri! Gut gemacht! Zurück zu den anderen! Puh. Hallo, True!
Bartleby! Ich dachte schon, ich würde es heute nicht zu deiner Naschen- und Schlürfen-Party schaffen. Wir hatten ein kleines Sasuni-Moos-Problem, Eure Majestät. Aber jetzt wuchert es nicht mehr. Und wir müssen es nur noch entfernen. Dann heißt es Naschen und Schlürfen. Yay! Seht nur, das Wetter könnte dafür nicht besser sein. Warm und sonnig. Warm? Und sonnig? Ich bekomme gerade ein äußerst schlechtes Gefühl im Bauch, True. Hä? Was? Oh nein! Ah, ich hätte das Stück Moos auf der Sasuni-Moos-Insel lassen sollen. Es tut mir leid, True. Ich war das. Ich bin an allem schuld. Schon in Ordnung, Bartleby. Mit meinem letzten Wunsch kriegen wir das sicher wieder hin. Drehi, der Verdreherwunsch. Wie kann Verdrehen das Moos am Famosen hindern? Dieser Wunsch verdreht und entdreht doch nur alles. Ich glaube, ich habe diese Art der Verdrehung schon mal gesehen. Aber wo? Ich habe doch gestern zum Essen Teig zu Brezeln gedreht. Sie waren deliziös, yummy, oh wow. Und ich habe dir heute Morgen aus einem Ballon eine Ballonmaus gedreht. Ich liebe diese Ballonmaus. Solange sie hält. Und dann haben wir doch den Entsafter auf Mosis Farm gesehen. Er hatte einen Trichter zum Moos verdrehen, um daraus Saft zu machen. Einen Moment mal. Bartleby, das ist es. Das Verdrehen macht aus dem Sasuni-Moos leckeren Sasuni-Saft. Das Moos verschwindet und nur der Saft bleibt übrig. Klingt wie ein großartiger Plan. Wenn irgendjemand dieses Moos los wird, dann du, True. Danke, Regenbogenkönig. Fertig, Bee? Aber immer. Außer wenn ich schlafe. Tu ich aber nicht. Also, ja! Zip, zap, zu. Ausgewählt bist du. Mach auf, Drehi. Wunsch werde wahr. Okay, Drehi. Lass uns das ganze Moos verdrehen, damit es verschwindet. Rodeo Regenbogen, das ist klasse! Danke, True! Es war mir eine Ehre, Majestät! Lass uns gehen, Bee! Folge mir! Hier lang! Das ganze Moos ist weg. Das erinnert mich an einen riesigen Saftball. Oh, das macht mich durstig. Okay, alle zusammen. Seid ihr bereit zu schlürfen? Yummy, yummy, yummy. Windy und Gefrieri haben beim Aufräumen wirklich toll geholfen. Und Drehi hat genug Saft für das ganze Königreich gemacht. Mmh, ich liebe Sasuni-Saft. Er schmeckt toll zu Fischpuste-Crackern. Okay, Windy und Drehi, zurück zu den anderen. Juwelrotes Jubiläum, True. Diese Naschereien und Getränke sind superb. Dankeschön, Eure Hoheit. Und das Beste daran, es gibt im ganzen Königreich kein Moos mehr. Hört, hört. Bartleby, ich habe mein Pfotenversprechen nicht vergessen. Das wusste ich. Ich habe hier ein neues Nickerchenkissen für dich, das genauso weich wie das Moos ist. Oh, danke, True. Aber es gibt kein Kissen, das so weich ist wie... Süße Träume, Bee.